Das ist mein Peloton. Was das ist, warum es für mich funktioniert und wie meine Erfahrungen nach 10 Wochen sind, das erzähle ich in diesem Video. Seit Anfang des Jahres habe ich auf YouTube ohne Ende Werbung von Peloton bekommen. Was ist Peloton? Peloton ist ein digitaler Sportdienst, aber eigentlich ist Peloton auch das Spinningbike, was hier vor mir steht. Also Hardware und eigentlich Software und eigentlich auch Content. Ich war auf jeden Fall interessiert und ich weiß ja, dass ich was tun muss in Sachen Sport. Ich tue mich da durchaus auch schwer. Und nachdem ich mich informiert hatte, habe ich gehofft, dass die mich kriegen, denn A, bieten sie mir Convenience. Sprich, das Teil steht bei mir hier zu Hause. Da ist mein Wohnzimmer, da ist mein Schlafzimmer. Ich kann halt jederzeit, wenn ich Lust habe, nachts um 3 hier rüber gehen und Sport machen. Ich glaube, das funktioniert für mich sehr gut. Gleichzeitig hat die digitale Experience auch ganz viele Gamification-Features. Und Gamification ist eine Sache, damit haben sie mich schon vor 10 Jahren bei Foursquare gekriegt. Es gibt Badges, es gibt Challenges und ich dachte, das könnte doch das Richtige für mich sein. Und im Mai war es dann soweit. Ich habe mich entschieden. Ich habe das Peloton geordert. Das ist durchaus ein Investment. Das Bike an sich kostet um die 2.300 Euro pur. Da muss man noch Zubehör zu kaufen und eigentlich landet man bei so einem Paket von 2.500 Euro. Dann hat man aber nur das Bike, denn dazu kommt noch der digitale Service, der aber auch mehr ist als das Bike. Das erkläre ich später nochmal. Denn der schlägt auch nochmal mit 39 Euro im Monat zu Buche. Das Rad kann man auch finanzieren und je nach Paket, wie man es mit der Finanzierung macht, mit der Peloton Digital Subscription, landet man beim 100er im Monat. Das zahlt man durchaus ja auch für ein vernünftiges, gutes Fitnessstudio, eben nicht das billigste. Das ist schon eher das Apple unter den Sportgeräten, glaube ich. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es bestellt. Es wurde geliefert, schneller als erwartet, innerhalb von 10 Tagen. Ich hatte noch Glück, obwohl Corona schon eingeschlagen hatte. Die nach mir bestellt haben, haben teilweise bis zu 2 Monate Wartezeit gehabt. Dann kam der Pelotonwagen vor der Tür an. 2 Mitarbeiter haben das Ding hier in die 2. Etage hochgebracht. Leider nicht in die Wohnung, das durften sie wegen Corona nicht. Normalerweise ist das im Service dabei. Ich hätte gesagt, das soll hier hin, dann hätten sie es hier aufgebaut, hätten alles eingestellt. Natürlich ist das sehr individuell. Man kann die Höhe vom Sitz einstellen, man kann die Breite, also die Differenz vom Sitz zum Lenker einstellen. Lenkerhöhe logischerweise auch alles. Das habe ich dann mit Mühe und Not selber gemacht. Ich habe das, nicht das erste Paket, das zweite Paket genommen. In meinem Paket war die Matte dabei. Die ist auch essentiell wichtig. Also ich habe hier Parkettfußboden. Der ist halt auch weich und das Ding ist schon schwer. Das kann man zum Beispiel, das hat zwar Rollen, aber man kann das mit Mühe und Not alleine rollen, aber tragen eine Etage hoch geht alleine nicht. Also, oder geht vielleicht für die wenigsten von den Menschen, das ist schon wirklich enorm schwer. Deswegen ist die Matte schon mal aus Schutz für den Untergrund wichtig, aber auch man schwitzt natürlich beim Spinning ordentlich, also man tropft richtig und deswegen muss was drunter. Und klar, man kann auch eine billigere Matte nehmen, aber auch da ist Convenience King. Ich dachte mir, alles aus einem Guss passt schon. Also die Matte war noch bei mir dabei. Dann habe ich noch die Gewichte dazu genommen. Also die waren im Paket dabei. Denn man kann auf dem Rad halt auch noch Armübungen machen. Es gibt Gewichte in 3 Größen. Ich habe Stufe 3 genommen, 1, 2, 3. Das sind, glaube ich, von 0,5 bis 1,4 Kilo. Also das ist dann eine 1,4 Kilo Hantel. Wo ich mir dachte, als ich die bekommen habe, ja, ist auch witzlos. Ja, denkt man sich auch nur, bis man so ein Ding mal irgendwie 5 Minuten irgendwie die ganze Zeit beim Radfahren hochhält. Dann hätte ich vielleicht doch die 1 nehmen können, erstmal als Anfänger. Dann war dabei noch ein Brustgurt für die Herzfrequenzmessung. Der ist mit End Plus, das ist das Protokoll. Also man kann auch andere nehmen. Was leider nicht geht, das ist die Apple Watch. Die habe ich ja auch. Die liegt auch immer hier direkt noch daneben. Die Apple Watch, die kann kein End Plus. Warum nicht? Ja, ich habe mich erst gewundert und gesagt, warum können die das nicht? End Plus, das Protokoll gehört Garmin. Also nicht ein direkter Konkurrent, aber zumindest bei, ja, wenn man die Apple Watch auch mal als Fitnessuhr sieht, bei Fitnessuhren. Und
Ja, kein Wunder, dass Apple das nicht benutzt. Es gibt Workarounds, indem man sein iPhone mit einer App, mit der Apple Watch kombiniert. Dann überträgt das iPhone entsprechend über Bluetooth die Informationen zum Peloton und die Uhr ist mit dem iPhone in der Verbindung. Hat auch funktioniert für ein paar Wochen, weil der Brustgurt war nicht direkt lieferbar, der wurde nachgeliefert. Habe ich halt damit gearbeitet. War okay. Dann eigentlich das Wichtigste, weil ein Spinningrad, da kann man nicht mit normalen Schuhen drauf, man braucht Fahrradschuhe spezielle. Und Peloton hat natürlich auch welche im Angebot, sind auch ganz in Ordnung vom Design. Das Interessante bzw. das Wichtige ist dabei, es ist ein Clip-In-System oder Click-In-System, ich kenne den Fachbegriff nicht. Das heißt, hier drunter ist so eine Platte angeschraubt, also die schraubt man auch selber fest, kann die verschiedenst auch einstellen. Und dann klickt man sich hier unten in die Pedale rein und dann kann man eben nicht nur treten, sondern auch ziehen. Und beim Spinning geht man halt auch aus dem Sattel raus und joggt im Prinzip. Und das geht nur halt mit solchen Klicksystemen. Es gibt wohl alternativ bei Peloton auch so einen Cage, dass man praktisch mit jedem Sportschuh fahren könnte. Empfiehlt, glaube ich, aber auch keiner. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, nach meiner Erfahrung bisher, wenn man auch zieht wirklich mit einem ordentlichen Widerstand, ja, dann ist das schon ein bisschen viel. Dann gab es noch Kopfhörer dabei. Die habe ich jetzt auch gar nicht hier bei liegen. Sind ganz normale Kabelkopfhörer gewesen, aber die Marke habe ich schon vergessen, war aber auch irgendwie eine Marke, die einfach in Kooperation mit Peloton dann gearbeitet hat. Ich persönlich benutze den Lautsprecher. Hier im Fahrrad, im Bildschirm hinten ist ein Lautsprecher eingebaut. Selbst wenn ich nachts fahre, mache ich den halt ein bisschen leiser, wenn das Fenster hinter mir auf ist. Und alternativ habe ich immer noch meine Plantronics Backbeats. Das sind Bluetooth, keine richtigen In-Ear, gehen aber so ein Teil ins Ohr, connecten sich hinterm Ohr und die sind halt super, verbinden sich direkt. Die sind, wenn es dann doch mal ruhig sein muss, die Kopfhörer meiner Wahl. Ansonsten, drumherum halt, braucht man noch ein bisschen Sportkleidung, logischerweise, damit es auch vernünftig Spaß macht und man sich nicht hier das normale Sweatshirt zuschwitzt. Empfehlenswert auch eine Trinkflasche. Kann man sich, glaube ich, auch tot kaufen oder tot suchen. Witzigerweise die von Peloton, die man im Store kaufen kann, die sind nicht so toll, weil man die nicht so einfach, die muss man halt praktisch mit einer Hand nehmen, mit einer Hand aufnehmen. Und die kann man halt, die ich hier gekauft habe, einfach auch mit den Zehen hochziehen, Wasser drin. Ist halt ein guter Schnapper, habe ich aus der Peloton-Gruppe bei Facebook, glaube ich, empfohlen bekommen. Kosten, glaube ich, 6 Euro, ist halt irgendeine, glaube ich, dänische Marke. Habe ich halt unten in den Notizen unter dem Video hier noch verlinkt, auch ein paar andere Sachen, falls ihr da gucken wollt. Habe ich mir direkt irgendwie 3-4 geholt. Sind immer voll, sind im Kühlschrank, habe ich immer kaltes Wasser. Aber kommen wir einfach mal zum Rad an sich. Ich habe ja jetzt schon viel fürs Drumherum erzählt, aber das Rad an sich ist mehr oder weniger fast aus einem Guss. Es ist halt hier verschweißter Stahl, Metall, sehr stabil, also man kann halt ein bisschen wackeln, aber umkippen tut man damit nicht. Der Lenker, der ist, ich würde sagen, pulverisiert. Ich kenne den Fachausdruck jetzt nicht, aber das ist eben nicht das lackierte Gerüst wie hier unten, sondern ein bisschen anders. Der wird hier reingesteckt, ist höhenverstellbar und vorne kommt der Monitorarm dran. Da hängt der Monitor entsprechend dann logischerweise dran. Das machen auch die Jungs von Peloton, wenn sie es liefern, dass sie den installieren. Im Regelfall, wenn es hochgetragen wird, wird es erst vor der Tür installiert. Dann ist hier ein Kabel dran, das geht ans Rad. Das ist vorne, das ist nach meinem Wissensstand, glaube ich, magnetisch gesteuert, die Schwierigkeit. Und die stellt man nämlich hier mit dem Knopf ein. Nach rechts wird es schwieriger, der Widerstand, und nach links wird es entsprechend lockerer. Und so simuliert man dann eine schöne glatte Straße oder meinetwegen auch einen Berg, der bergauf geht. Sattel funktioniert super für mich, ist höhenverstellbar und in der Tiefe logischerweise auch. Man kann ihn wohl auch austauschen, habe ich halt online gelesen. Ich komme mit dem super klar. Ich hatte auch keine Eingewöhnungszeit, die viele haben, ein paar Wochen, dass einem dann der Hintern wehtut und man da irgendwie sich durchkämpfen muss. War bei mir null. Ich habe es, wie gesagt, jetzt seit über 10 Wochen praktisch täglich genutzt auch und komme 1A klar damit. Hier unten sind die kleinsten Einstellmöglichkeiten vorne und hinten, wo man entsprechend hoch und runter fährt.
das Ding dann eben schnell arretiert. Dann die Pedalen, wie gesagt, ist das Delta Lock Klicksystem, was hier verwendet wird. Es gibt verschiedene Klicksysteme im Markt. Man kann die wohl auch austauschen, weil es ganz normale Fahrradpedalen sind. Habe aber auch gelesen, dann verliert man die Garantie. Aber ich sehe jetzt auch keinen großen Grund, diese entsprechend auszutauschen. Hinten ist die Halterung für die Hanteln. Hier unten hänge ich immer meinen Herzmonitor nochmal dran. Andere hängen die Schuhe zum Lüften dran. Ja, kann man auch flexibel handhaben. Das ist das Bike. Also ist es das Geld wert? Ich sehe das große Ganze, für mich auf jeden Fall. Gibt bestimmt günstigere, aber halt auch gerade die Integration mit dem Bildschirm, die ist halt einfach top. Weil wenn ich den Bildschirm auswähle, man tippt den kurz an. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt HD, sonst was wie ein iPad oder iPad Pro. Das ist aber für das, was es tut, vollkommen okay. Touch ist auch vollkommen okay. Wenn man hoch und runter scrollt, ist es manchmal ja ein bisschen hakelig. Hat eine Kamera eingebaut, die ich noch nie benutzt habe. Die funktioniert wohl, wenn man mit einem Kollegen fährt, mit dem man befreundet ist. Dann kann man die Kamera anmachen, dann sieht man sich gegenseitig beim Fahren. Hat sich noch nie ergeben. Wie gesagt, Lautsprecher hinten, links und rechts ist auch ein Kopfhöreranschluss, wenn man halt noch mit dem Kabel anstelle mit kabellosen Kopfhörern arbeiten möchte. Und das Betriebssystem ist ein Android. Da kann man sich theoretisch auch reinhacken. Gibt es auch diverse Anleitungen im Netz für Leute, die zum Beispiel Netflix gucken möchten, was ich halt hier nicht bei machen kann, was ich auch nicht verstehe. Generell ist die Software, würde ich sagen, gut. Noch nicht sehr gut. Es gibt immer viele Kleinigkeiten, wo man denkt, okay, da hätte man vielleicht noch mal was anders machen können. Auch bei den Gamification-Features. Aber wie gesagt, auch zum Beispiel halt, warum kann ich kein YouTube gucken? Also wenn ich das dann hacke und aus dem System rausgehe und mal wegen YouTube oder Netflix anmache, dann verliere ich meine Daten. Und für mich sind halt hier auch die Daten total wichtig gewesen. Wenn ich halt in den Monitor gehe, dann habe ich da logischerweise ein Profil. Da habe ich die Kalenderansicht, da sehe ich halt, wie wo ich gefahren bin. Links habe ich die Statistik für die letzten 30 Tage, oben eine Kurzübersicht, unten links sehe ich die Badges, dann sehe ich meine besten Ergebnisse. Kann mir das Ganze auch in Kalenderform nochmal angucken, indem ich mir die Monate angucke, die ich gefahren bin. Und man sieht hier auch, ich habe im Mai, am 8. Mai habe ich es bekommen, 2 Tage nichts gemacht, im Juni 2 Tage nichts gemacht und jetzt im Juli noch keinen Ausfall gehabt. Also da bin ich gut dabei, weil Gamification, es gibt unter anderem die Challenges. Da kann man teilnehmen, muss man nicht, kann man aktivieren. Und da gibt es im Juli jetzt eine Challenge, wo man eine Medaille kriegt, wenn man jeden Tag ein Training macht. Das muss nicht das Fahrrad sein, aber generell jeden Tag ein Peloton-Training macht. Und dann, ja, wie gesagt, gibt es eine virtuelle Medaille. Und so doof wie es klingt, das greift bei vielen Leuten und bei mir auch. Deswegen werde ich einen Teufel tun und hier einen Tag aussetzen im Juli. Dann gibt es halt zum Beispiel auch noch eine Cycle-Challenge, wo man bestimmte Anzahl an Kilometern in einem Monat erreichen muss, um eine Bronze, eine Silber oder eine Goldmedaille zu bekommen. Und noch ein paar andere Challenges. Da ändert sich auch ständig was. Auch gerade diese Wettbewerbe. Da kommen die auch immer wieder mit neuen Ideen. Und jetzt gerade auf dem Startbildschirm sehen wir, jetzt muss ich es nur einmal finden, genau, den Peloton. Also das ist 6 Teams, 4 Wochen, ein Peloton. Da kann man sich in Teams organisieren mit Trainern und dann fährt man gegeneinander. Also es passiert halt sehr viel noch drumherum. Es ist keine stupide Spinning-Klasse. Also die Spinning-Klassen an sich, ja, ich kann die einfach abrufen, praktisch wie Netflix oder YouTube. Ich gehe on-demand rein, sage, ich möchte jetzt so eine Klasse fahren, nach ganz vielen Faktoren. Meinetwegen nach Low-Impact-Ride, also weniger Stress, ein Intervall-Ride, wo es halt hoch und runter geht mit sehr viel Anstrengung auch. Man kann Herzzonentraining machen. Es gibt, glaube ich, mindestens 10 verschiedenste Arten von Trainings auf dem Rad. Trainer gibt es, glaube ich, auch 20 plus, also auch eine ganze Menge. Ich persönlich habe halt auch meine Favoriten, den Alex und die Ellie, sind auch beide aus New York. Ich bin ja generell eher amerikanisiert, deswegen komme ich mit deren Art auch gut klar. Gibt, wie gesagt, auch 2 deutsche Trainer mittlerweile, die Irene und den Erik. Und da muss man einfach finden, wer für einen passt. Das Schöne ist halt, wie gesagt, gerade on demand, aber Schöne sind halt auch die Live-Klassen. Man kann nämlich in den
Schedule gehen. Und dann hat man eine Liste von Klassen, die jetzt wirklich live stattfinden. Zurzeit, wegen Corona, sind ganz viele Klassen bei den Leuten zu Hause. Die streamen von dort aus. Aber in der Vor-Corona und hoffentlich auch bald in der Nach-Corona-Zeit gibt es Studios in London und New York. Und dort werden die Klassen durchgeführt. Und da sind zum Beispiel auch noch echte Leute dabei, die mitfahren drumherum. Und man kann sich halt live einklinken. Später wird es, wie gesagt, on demand auch nochmal eingespeist. Aber so ein Live-Erlebnis, so komisch es klingt, ist schon toll. Man sitzt hier, also ich in Dortmund, und fahre mit anderen Leuten, die in New York im Studio sitzen und noch tausende von Menschen auf der ganzen Welt zusammen eine Spinning-Klasse. Mittlerweile hat Pelton an die 2 Millionen Mitglieder weltweit, ist also auch eine ganze Menge. Und ich habe selten einen Ride gehabt, wo nicht noch auch ein anderer On-Demand parallel mit mir gefahren ist. Im Leaderboard, das gucken wir uns nachher mal an, wenn ich auch mal eine kurze Fahrt mache, da sieht man auch entsprechend die Leute, die den Alltime gefahren sind, aber auch die gerade live mit mir eingeloggt sind. Und mit denen kann man sich auch nochmal vergleichen. Auch nochmal wieder so ein Gamification-Motivationsfeature. Man kann denen auch ein digitales High Five geben und einfach Spaß haben gemeinsam und eben nicht alleine, weil es entsprechend halt auch eine weltweite Experience ist. Dann gibt es noch diverse andere Features. Ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen jetzt bei dem Video. Vielleicht kann man generell noch mal ein zweites Video dazu machen und sich mal alles in der Oberfläche noch angucken. Challenges habe ich drüber gesprochen. Dann einfach noch mal Gamification Feature. Die Badges. Für mich, wie gesagt, ein Highlight, mit dem man mich kriegt. Und die kann man sammeln. Und ganz schön ist der Fakt, wenn man 100 Rides auf dem Fahrrad gemacht hat, dann ist man Mitglied im Century Club und dann kriegt man sogar ein T-Shirt als Belohnung, als kleines Goodie. Finde ich schön, macht auch nicht jeder sowas nochmal honorieren. Und wenn man so eine Live-Klasse macht und gerade so einen Meilenstein erreicht, dann bekommt man zum Beispiel halt auch von den Trainern einen Shoutout, weil die haben nochmal eine entsprechende Liste. Ist das der erste Ride, der 100., der 1000. vielleicht sogar von manchen Leuten, weil Pelton gibt es schon seit über 4 Jahren in Amerika. Das heißt, da sind auch Leute, die schon über 1000 Rides und mehr haben. Dann kann man sich logischerweise befreunden. Social Features sind auch eingebunden. Man kann es mit Facebook connecten, leider nur mit dem Facebook Feed. Das heißt, nach einem Ride kann man praktisch halt teilen, was man erreicht hat. Aber es ist natürlich eher Spam, wenn ich das immer in mein Feed reinballere. Da hätte ich mir lieber eine Integration mit Stories gewünscht. Vielleicht auch mit Instagram-Stories, weil für 24 Stunden ist man da vielleicht ja eher geneigt, halt mal die Erfolge rauszuballern, weil die Leute können sie einfach wegschieben. Man kann es noch mit Spotify connecten, dann kann man die Musik, die bei den Klassen läuft, einfach mit einem Herz antippen, dann wird eine Playlist auf Spotify dann gefüllt und dann kann man sich die Musik noch woanders anhören. Anderes Feature noch drumherum, ich habe ja gesagt, es ist mehr als das Fahrrad. Wenn man auf die Klassen geht und auf Floor, dann sieht man alleine hier, habe ich nochmal Strength, Stretching, Yoga, Meditation und Cardio. Das sind Trainings, die ich neben dem Rad machen kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich den Monitor nicht wenden kann. Mittlerweile haben die aber für ein Apple TV, für ein Fire TV und ein paar andere Systeme halt auch Apps, beziehungsweise kann das Pelton, glaube ich, sogar auf den Fernseher streamen via Miracast, glaube ich. Aber das Einfachste für mich ist, ich habe ein Apple TV und da mache ich halt einfach die App an und dann kann ich halt vorm Fernseher Yoga machen, Meditation oder ein bisschen Hanteltraining klassischerweise, was alles in mein Profil reinfüttert und die Daten werden dort gesammelt. Und auch dafür gibt es wieder Badges und man kann sich freuen. Das ist so das Pelton in a nutshell und wie gesagt, ich habe 10 Wochen durchgehalten. Viele haben mich auch belächelt. Weil auch Fahrradfahren fand ich halt immer blöd. Aber die haben mich echt gekriegt. Und großer Bestandteil, warum die mich gekriegt haben, ist neben der Convenience. Ich fahre wirklich sehr oft nachts. Auch wirklich die Community drumherum. In den Facebook-Gruppen, auf Reddit gibt es eine große Community. Aber auch die Trainer sind generell extrem positiv. Man wird nicht reingeprügelt in den Ride. Das sieht man zum Beispiel in der Fernsehwerbung. Da hat das so ein Gefühl von einem Drill-Instructor, der sagt, hier komm, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und nee, in einem positiven Environment sagen die einem immer halt, komm, mach mit, hier, komm, jetzt push dich nochmal. Aber wenn es halt zu viel ist, ganz egal, es ist halt nicht wichtig, wo du auf dem Leaderboard bist, aber einfach, dass du auf dem Leaderboard bist und dass du was machst. Und
Das finde ich, gefällt mir sehr gut und damit halten sie sich bei der Stange. Und für mich war das eins der besten Investments, die ich in den letzten Jahren wirklich getätigt habe. Und ich glaube, nach 10 Wochen kann man das auch schon ganz gut einschätzen. Da ist vielleicht auch die Anfangs-Euphorie ein bisschen auch weg und man betrachtet es realistischer. Die Apple Watch noch mal ganz kurz zum Ende. Dafür gibt es auch eine App. Da kann ich nämlich zum Beispiel Outdoor-Läufe machen. Sprich, ich starte entsprechend auf meinem iPhone den Lauf und die Apple Watch, die überträgt dann die Daten ans iPhone, führt das auch wieder ins System rein. Also für mich ein rundum gelungenes Erlebnis hier oben bei mir in der zweiten Etage, daheim, nachts auf dem Fahrrad, aber auch gern draußen zu normalen Zeiten einfach mal durch den Wald laufen. Also mein Fazit, ich bin total zufrieden und ich glaube, ich werde da auch noch mal das ein oder andere Video in Zukunft produzieren, wenn da Interesse besteht. Schreibt ruhig ein paar Kommentare unten rein und lasst mich wissen, ob euch das Video gefallen hat. Gerne auch einen Daumen hoch, logischerweise. Abo, das ganze übliche Programm. Und wenn ihr auch einen Peloton habt, dann fügt mich gerne als Freund hinzu. Mein Name ist Achim Haar, wie fast überall im Netz. Und ich freue mich, wenn wir uns dann da auf dem Leaderboard zufälligerweise treffen.